Unser nächster Talk heute ist von Gillian York. Sie ist von der Electronic Frontier Foundation und sie wird uns darüber erzählen, wie unser Körper ein Honigtopf ist, wie wir leben im 21. Jahrhundert und wie wir das in unserer dieser Welt ausdrücken. Also ich gebe damit das Wort ab an Gillian. Also bitte genau eine Runde Applaus. Okay, also ich bin heute hier, um über die allgegenwärtige Überwachung zu reden. Und es ist nicht nur traurig und deprimierend, aber natürlich ist ein Teil der Informationen traurig. Also dieser Titel kommt von dem ersten Mal, dass ich diesen Talk gehalten habe. Das war letztes Jahr bei der Republika in Berlin. Das Thema war laut lieben. Und ich habe darüber nachgedacht, was es bedeutet, zu lieben oder zu leben, laut zu lieben und zu leben. Und zum Beispiel flamboyant oder aufgeregt sein. Also die Art und Weise, wie wir leben würden, wenn wir nicht von Kameras verfolgt werden würden. In Zeiten, also ich denke daran, wo ich herkomme, die USA, was ich auf der Straße tue, kann für Probleme sorgen, je nachdem, wer ich bin. Und das ist so ein bisschen, wo die Idee herkam. Okay, ich möchte jetzt nur meine Notizen eben aufmachen. Okay, also Gesichtserkennung, Technologie umgibt uns immer mehr in unserem Alltag. Also es geht da werden alte Überwachungskameras neu angepasst oder auch in sozialen Medien und anderen Online-Aktivitäten. Da werden Informationen über unsere Körper und unsere Gesichter gesammelt. Und das wird mit bestehenden Datenbanken verglichen. Und es gibt eine Sammlung von Daten. Es sind Daten, die wir freiwillig weitergeben an soziale Netzwerke. Und es gibt auch Daten, die einfach so aufgenommen werden, ohne unsere Zustimmung. Sowohl, wenn wir auf der Straße rumlaufen oder wenn wir zum Beispiel verschiedene Webseiten benutzen und so weiter. Und wenn du das alles zusammentust, also die ganzen Sachen, die auf Film aufgenommen werden, dann kommt man zu einem wirklich kompletten Bild von unserem Leben. Und Sachen, die durch verschiedene Linsen aufgenommen werden, können zu verschiedenen Schlussfolgerungen führen. Und genau, es gibt Daten, die wir freiwillig weitergeben. Entschuldigung. Ich habe hier gerade Probleme mit den Slides der Präsentation. Da. Danke für eure Geduld. Also die allgegenwärtige Überwachung wird auch in Produkte integriert und es wird von sowohl Firmen als auch Nationalstaaten benutzt. Aber da es mehr von diesen verbundenen Systemen gibt, leben wir immer mehr unter einem Mikroskop. Und es gibt wirklich diese intimen Bilder von unserem Leben und Leute, die diese Technologien kontrollieren, haben Zugang dazu. Und weil diese ganzen Firmen und diese privaten Akteure den Markt kontrollieren, gibt es einerseits diese so ein bisschen stückweise Vision auf unser Leben. Und wenn man das mit den Daten der Firmen zusammenbringt, die Firmen über uns sammeln, dann sieht man ein Bild, das fast komplett, aber auch etwas asymmetrisch ist. Und wir müssen uns ein paar Fragen stellen dazu. Die erste ist, wer kreiert und wer schafft diese Technologie und wer profitiert davon? Und dann natürlich, wer sollte das Recht haben, Informationen über unsere Körper und unsere Gesichter und uns selber zu sammeln? Also ich möchte hier ein Beispiel benutzen. Entschuldigung. Also das ist nur ein witziges Bild. Erinnert sich irgendjemand an diese Webseite? Habe ich da einen Ich gehört? Da hinten, danke. Das war etwas, was Microsoft vor ein paar Jahren veröffentlicht hat. Und das heißt, howold.net, also wie alt.net, also eine Webseite. Du hast ein Foto hochgeladen und die Seite würde dir sagen, wie alt du aussiehst. Und ich erinnere mich daran, wie ich das selber benutzt habe und wie ich ein Foto dort hochgeladen habe. Und in meinem Foto, wo ich 25 war, wurde mir gesagt, dass ich aussehe, als ob ich 40 wäre. Und ich war schon etwas genervt und sauer auf diese Seite. Dann habe ich immer mehr über dieses Produkt gelernt und das war wirklich sehr interessant. Das war wirklich ein Experiment im Machine Learning. Und also die Maschine sollte quasi das Alter und Gender von Leuten erraten. Aber die Leute, die das geschaffen hatten, hatten wirklich nur gehofft, dass sie Leute anlocken können, um
ein paar hundert Fotos vielleicht hochzuladen. Aber innerhalb von sehr kurzer Zeit ist diese Webseite zusammengebrochen, weil sie von Tausenden von Leuten benutzt wurde, die alle ihre Fotos hochgeladen haben. Es gibt noch eine andere Seite, die sehr ähnlich ist und die letzten Juli veröffentlicht wurde. Das ist nicht von Microsoft, das ist von einer anderen Firma, die heißt Face My Age. Das Face My Age, ich erinnere mich nicht an die Firma, die dahinter steckte. Aber anders als das Experiment von Microsoft hat es die NutzerInnen um Informationen gebeten, wie zum Beispiel, ob sie verheiratet sind, ob sie rauchen und dann zusätzlich ein Foto hochzuladen, wo sie nicht lächeln, wo sie kein Make-up haben, um herauszufinden, um verschiedene Elemente dieser Person herauszufinden. Also sie haben versucht, das Alter zu erraten. Nee, sie haben nicht versucht, das Alter zu erraten. Sie haben tatsächlich, also im Wesentlichen diese Datenbank geschaffen. Und sie sagen, sie haben verschiedene Modelle fürs Altern von Frauen, von Männern und von Leuten verschiedener Ethnizitäten. Und was dieses Projekt wirklich gemacht hat, ist eigentlich eine riesige Menge Daten zu sammeln und den NutzerInnen zu sagen, wofür das benutzt wurde. Aber Leute fanden, das hat Spaß gemacht und deswegen haben sie daran teilgenommen. Und ich glaube, das ist Teil dieses Lernens darüber. Also es gibt diese ganzen tollen, witzigen Seiten und besonders junge Leute werden davon angelockt. Und sie realisieren nicht unbedingt, was für Daten sie da weitergeben. Es gibt hier noch ein anderes ganz gutes Beispiel, das eine andere Geschichte erzählt. Hat irgendjemand von Kontakte gehört? Es ist ein russisches soziales Netzwerk. Das ist ein riesiges russisches Netzwerk. Das hat 410 Millionen NutzerInnen oder so. Und es gibt eine App, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, die heißt Find Face. Das ist eine Gesichtserkennungs-App, die es dir erlaubt, Fotos zu verschiedenen Profilbildern auf Kontakte zu vergleichen. Anders als andere Gesichtserkennungstechnologie erlaubt es einem quasi eine schnelle Suche in diese, so einem Big Data Datenset. Und das Interessante ist, es gab vor ein paar Jahren einen Künstler in St. Petersburg vor ein paar Jahren, der hat wirklich angefangen, sich Sorgen zu machen. Deswegen, der hat Fotos von Leuten in der U-Bahn gemacht und hat diese Leute durch diese App gesucht. Und er hat wirklich eine beunruhigende Erfolgsrate gehabt, wenn es darum ging, Leute zu identifizieren. Und FindFace kann die Gesichter von NutzerInnen mit mehr als 70% Korrektheit, Genauigkeit identifizieren. Und einer der Nutzer hat wirklich, der Gründer hat auch gesagt, du kannst es auch für zum Beispiel Stars benutzen und dann gucken, du kannst nach Frauen suchen, die so aussehen wie sie und denen dann Nachrichten schicken. Also im Wesentlichen sagt er eigentlich, also er sagt quasi, redet quasi schon über die verschiedenen Möglichkeiten, die du diese App auf böse Arten nutzen kannst. Und wir sehen schon verschiedene Wege, auf die das mit schlimmer Absicht genutzt werden kann. Also letztes Jahr gab es zum Beispiel einen Bericht, in dem stand, dass FindFace in Russland benutzt wurde, um Frauen zu identifizieren und zu belästigen, die in Pornos waren. Also es war diese rechte Gruppe, ich glaube sogar religiös organisiert, die quasi diese Datenbank benutzt hatte. Also sie haben Screenshots von Frauen in Pornos genommen, haben sie in der Datenbank durch die Datenbank gejagt und haben sie die identifiziert und geoutet. Also das sind nur ein paar von den ersten Beispielen, aber ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen, gerade bei der Gesichtserkennungstechnologie. Kurz noch einen Schluck Mate nehmen. Was wir wirklich sehen, ist so ein etwas Ungenaues, in so ungenaue Verbindungen dazwischen, zwischen den Leuten, die die Technologie bauen, den Leuten, die die Datenbanken bauen und die Leute, die davon profitieren. Also es gibt so ein Dreiecksystem zwischen Kapitalismus, Regierungskontrolle und den Personen, die davon profitieren. Und in diesem Fall ist es nicht immer klar, wer davon profitiert. Also manchmal gibt es so Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten Akteuren, also zum Beispiel diesen Technologiefirmen und dieser Technologie, die sie bauen, und den Regierungen, die sie anheuern, um diese Sachen zu tun. Und natürlich sind es nicht immer nur Regierungen, aber diese Linien dazwischen diesen verschiedenen Akteuren werden wirklich immer ungenauer und immer unklarer. Und ich habe hier ein paar Slides, die ich ganz interessant fand, wo es um diese Gesichtserkennung geht. Also was das Branding angeht und wie sie gemarketet werden, sollte man glauben,
Normalerweise wird es nicht für EndnutzerInnen gemarktet, sondern für Firmen, für Casinos, für Banken, also quasi die Firmen, die im Endeffekt Gesichtserkennung Technologie benutzen wollen, um quasi die Bösen in Anführungszeichen erkennen. Also man sollte glauben, dass das Branding das quasi auch reflektieren würde. Aber generell sieht man, dass die Ästhetik, die benutzt wird von diesen ganzen Technologien, um sie zu bewerben, man sieht immer glückliche, lächelnde Gesichter, oft von Frauen. Also das hier ist zum Beispiel von Sitecorp. Ihrer eigenen Webseite zufolge bieten sie Gesichtserkennung an für verschiedene Plattformen und unter anderem auch für große Menschenmengen. Also sie bieten es zum Beispiel, sie sagen zum Beispiel, dass sie den Entwicklern von Mobile-Apps es erlauben können, die Emotionen von NutzerInnen zu bestimmen, ebenso wie ihr Geschlecht und ihr Alter. Und sie haben noch ein anderes Tool namens Insight, das auch Eye-Tracking, das Tracking von den Augen also noch mit anschließt. Es gibt eine Firma namens Kairos, ich komme da später nochmal zurück, da gab es interessante Nachrichten gestern. Kairos ist eine Gesichtserkennungstechnologie, die Gesichtserkennungsalgorithmen und Analysealgorithmen hat, erkennen kann, wie Leute sich fühlen in der echten Welt und in Fotos. Und sie benutzen das Beispiel in den Produktionen von Banken, die Idee, dass man Gesichtserkennungstechnologien für einen Bankschalter-Mitarbeiter hat und erkennt, wie der Kunde drauf ist und festzustellen, ob der Kunde etwas Böses macht, zum Beispiel die Bank ausrauben wird. Aber eine der Sachen, wo ich gedacht habe, als ich das gehört habe, und dann ist halt die Frage, was ist, ob es funktionalerweise unsere Autonomie wegnimmt. Was ist, wenn jemand sehr viel Angst hat und sehr ängstlicher Mensch ist, wie einen schlechten Tag hat, können wir dann vielleicht nicht mehr an unser eigenes Bankkonto kommen? Und das sind so Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn wir in die Zukunft schreiten. Das ist eine Firma aus China, die Gesichtserkennungstechnologien, die haben bisher 100 Millionen Dollar Investment bekommen und sie haben ein System, das Nutzern erlaubt, Bankkonten online zu erstellen mit Gesichtsscans. Und in einem Land, wo das Land diese biometrische Information über dich hat, kannst du dieses Produkt auch, oder die Firma kann, die das Produkt nutzt, kann das dir erlauben, eben Bankkonten zu erschaffen, zum Beispiel durch Gesichtserkennung zum Beispiel. Und das ist auch ein bisschen erschreckend eigentlich. Das ist nicht schwierig für die Privatsphäre, weil die Firma und der Staat die Daten nicht sehen können, aber das ist trotzdem schwierig. Es gibt eine neue, andere Firma, Cognitect, die machen auch wieder Gesichtserkennungs- und Analysesoftware. Und sie erkennen zum Beispiel Geschlecht oder Gender erkennen und Alter erkennen. Und das wird zum Beispiel in Macau in Casino verwendet für Gendererkennung. Ich finde dieses Gendererkennungskonzept sehr interessant, weil wir eine Zeit in unserer Gesellschaft erreicht haben, wo wir ganz anders über Gender nachdenken. Und dann kommen alle diese Produkte aus China und die sagen, wir erlauben dir Gender zu erkennen. Und selbst wenn die das sagen, arbeiten sie da irgendwie gender-binär oder ich bin mir ziemlich sicher, aber und dann ist halt die Frage, was für Determinanten nutzen sie da? Vielleicht können sie damit auch Leute outen, die nicht unbedingt out sind, mit ihrem Transsein zum Beispiel. Und viele neue Technologien, testen diese Technologien in Ländern wie Südafrika, Südostasien, dort, wo die Regulierungen nicht so einfach sind und nicht so strikt sind. Und das ist eine neue Sache, andere Sache, die mich auch echt beunruhigt. Das ist, nennt sich Face to Gene. Und das, wie das Zitat sagt, das nimmt Vorteil an der Tatsache, dass so viele genetische Lagen etwas über das Gesicht aussagen. Nur eine von neuen Technologien, die das können. Wir haben ein junges Mädchen mit Down-Syndrom und das wird benutzt, um das Down-Syndrom zu erkennen in dieser Person. Ich weiß nicht, wie diese Technologie benutzt werden kann oder wofür,
aber sie wird als Technologie verkauft, um die Qualität, Lebensqualität von Kindern und Kleinkindern zu erkennen, zu erhöhen. Und diese Sachen von Kindern können dann natürlich auch extrahiert werden und sind auch noch verbunden mit Gesundheitsdatenbanken und anderen Datenbanken. Und das ist natürlich auch die Frage, was für ein Recht haben oder welche Rechte haben diese jungen Menschen außerhalb dieser Datenbanken zu bleiben. Und das sieht halt so aus, als ob sie es nicht hätten. Wir reden da oft darüber, weil, ob wir die Bilder unserer Kinder auf Facebook stecken wollen, aber oder woanders hin, aber weil es eben als öffentliches Gut oder als medizinisches Gut verkauft wird, ist es eben nicht das Gleiche. Und dann möchte ich etwas über Algorithmen-Bias erzählen. Ich werde da auch gleich noch ein bisschen über die Benutzung im Schlafverfolgungsbereich reden. Das ist ein gutes Quittat von Craig Crawford. Algorithmen lernen werden von bestimmten Bildern und gefüttert und von Ingenieuren ausgewählt, und das System baut eine Welt, die darauf basiert. Und wenn ein System ist, trainiert wird von diesen Fotos von den Leuten, die überwiegend weiß sind, wird sie natürlich auch eine Schwierigkeit haben, nicht weiße Gesichter zu erkennen. Die Frage ist halt dann immer, werden die Leute gesehen als was und nicht wer? Und das ist auch immer die Frage, was, ne? Das ist zum Beispiel, was von Google kam, das ist ein Algorithmus, der Google Search verwendet hat. Das hat auch ein Foto von einem jungen schwarzen Paar als Gorillas erkannt. Wenn man auf Google-Suche geht, und da gibt es ja verschiedene Kategorien, und manchmal kriegen sie es halt falsch hin und dann ist es lustig, wenn ein Hund wie eine Katze aussieht oder sowas. Aber in diesem Fall ist es halt nichts, überhaupt nichts lustig darüber. Und Google hat sich entschuldigt und hat gesagt, es ist offensichtlich genug Arbeit zu tun, und wir schauen, wie wir diese Art von Fehlern verhindern, dass diese Art von Fehlern in der Zukunft passieren. Aber was wir eine Sache, die auch diese Woche auch rausgekommen ist, ist halt eine der Sachen, die da offensichtlich nicht auf dem Plan steht bei Google, ist, dass einfach mehr schwarze Leute angestellt werden. So, das kann man überall ausfüllen, mehr Leute anzustellen, die eben nicht diesen Biases anheimfallen. Wenn man zum Beispiel auch Mainland China anschaut oder andere Orte, die sind nicht sonderlich divers, und da sind auch nicht sonderlich viele Leute aus verschiedenen Hintergründen, unterschiedlichen Hintergründen am Start. Und jetzt gehen wir mal in Richtung Strafverfolgungsbehörden. Wir haben schon über die Analyse von Menschenmengen geredet und über das Einfangen von Trends. Und das ist wirklich eine slippery slope. Ja? Also das geht da immer weiter runter. Also nationale Sicherheitsbehörden sammeln wirklich diese ganzen Daten. Und im Zweifel wird das irgendwann auch zum Stadtlevel runtergehen, also zum lokalen Level. Und wir sehen da schon Probleme in den USA mit diesen vorhersagenden Algorithmen für die Polizei. Also ich rede immer jetzt oft über mein Land, weil ich da die Statistiken kenne. Da gibt es schon beunruhigende Statistiken. Also es gibt zum Beispiel das Stop-and-Frisk-Programm in New York, wo das ist sehr kontrovers. Und da werden wirklich disproportional junge schwarze Männer angehalten. Also wenn ihr das nicht kennt, die Polizei kann im Endeffekt jede Person auf der Straße stoppen und wirklich abtasten, um sicherzugehen, dass sie keine Drogen oder Waffen oder Schusswaffen dabei haben. Aber meistens, gerade in New York, werden eben besonders gehen sie eben wirklich gezielt zu jungen schwarzen Männern und anderen People of Color, aber nicht Leuten wie mir. Also wenn du bereits diese Informationen hast, die gesammelt werden, und du weißt schon, dass die Daten zeigen, dass eine bestimmte Gruppe disproportional zum Ziel wird, was passiert, wenn wir diese Daten nutzen und dem ein Machine Learning System geben, weil dann dieser Bias in der echten Welt dann wirklich in dieses System auch gefüttert. Und was passiert, wenn wir der Technologie erlauben, also zum Beispiel kriminelle Aktivität oder Kriminelle zu identifizieren, in Anführungszeichen wieder. Hier gab es einen Fall, da gab es einen Bericht, ich werde das nicht
von Shanghai Jiao Tong University in China. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen gut ausgesprochen. Und da gab es zwei Forscher, die verschiedene Machine Vision Algorithmen benutzt haben, um die Gesichter von Kriminellen und Nichtkriminellen zu analysieren. Das sind bereits Leute, die schon von Menschen als kriminell oder nicht kriminell identifiziert wurden, vermutlich durch das Rechtssystem. Und dann haben sie getestet, ob sie einen Unterschied erkennen können. Ihre Methode ist relativ klar. Also sie benutzen ID-Fotos, also es sind mehrere hundert chinesische Männer ohne Gesichtshaar und die Hälfte der Männer waren Kriminelle, genau, wie ich eben gesagt habe. Und dann benutzen sie 90% dieser Gesichter, um ein neurales Netzwerk zu trainieren, um den Unterschied zu erkennen. Und dann haben sie das Netzwerk an den übrigen 10% getestet. Die Resultate waren tatsächlich etwas beunruhigend, weil sie gefunden haben, dass das Netzwerk den Unterschied mit einer Wahrscheinlichkeit, mit einer Genauigkeit von 89% feststellen kann. Das ist wirklich etwas beunruhigend. Also den Unterschied zwischen Kriminellen und Nichtkriminellen in diesem Datenset. Und sie haben gesagt, dass diese wirklich sehr konsistenten Resultate ein Beweis dafür für die Verbindung zwischen Gesichtern und Kriminalität sind, trotz der Kontroverse. Aber als ich das gehört habe, habe ich nicht 89% gehört, sondern ich habe mich gefragt, was ist mit den übrigen 10,5%? Also was ist mit den Leuten? Also stell dir mal vor, du hast ein Rechtssystem, wo 10,5% der Leute, die darin landen, einfach überhaupt nicht schuldig sind. Aber weil wir eine Maschine haben, der wir trauen, sie als Kriminelle identifiziert und genau, dann landen sie halt in diesem Rechtssystem. Was ist eine akzeptable Fehlerrate und was mit diesen ganzen Falsch-Positiven? Und wo bleibt quasi das Recht auf einen fairen Prozess? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten abzusichern, dass die wirklich nur für so vorher benutzt werden? In dem Bus, auf dem Weg hierher, es waren 3 Stunden, ich hatte viel Zeit zu lesen. Und einer der Artikel, den ich gelesen habe, da ging es tatsächlich darum, wie Immigration Customs Enforcement, also die Leute, ich glaube, da habt ihr davon ICE, von denen habt ihr bestimmt gehört, weil das in den Nachrichten ist die ganze Zeit, also lasst es uns abschaffen, aber ICE hat diesen einen Algorithmus benutzt, oder benutzt diesen Algorithmus, um zu bestimmen, ob sie ins Gefängnis sollen, wenn sie die Grenze illegal überqueren. Also es steht nicht im Gesetz, dass die Leute ins Gefängnis sollen. Das Gesetz sagt quasi, dass die Grenze illegal zu überqueren ist ist nicht wirklich kriminell. Manche Leute können einfach selber wieder zurückgehen und es gibt nur eine wirklich kleine Gruppe von Leuten, die wirklich schon einen kriminellen Hintergrund haben, werden dann wirklich ins Gefängnis gesteckt. Aber ICE haben wirklich diesen Algorithmus gehackt, um quasi alle Menschen in diese Gefängniskategorie zu schicken. Ich habe das auf dem Weg hierher gelesen, ich glaube auf Boing Boing, aber genau. Also das ist kein Witz jetzt, das passiert wirklich, also es ist wirklich sehr akkurat, dieser Artikel. Und ich fand das unglaublich beängstigend, aber wenn du diese Systeme in die Hände der falschen Leute gibst, weil wo ICE dann eben alle Leute ins Gefängnis schicken möchte, dann das ist das, was passiert. Und ein weiteres Beispiel ist vom Georgetown Law Center für Privatsphäre und Technologie. Sie haben letztes Jahr ein Paper veröffentlicht, das heißt The Perpetual Lineup. Und da geht es um Gesichtserkennung und wie es von der Polizei in nicht regulierten Weisen benutzt wird. Sie haben herausgefunden, dass die Polizei und Sicherheitsbehörden, wenn sie Gesichtserkennung benutzen, mehr als 117 Millionen US-Erwachsene beinhaltet, das heißt fast die Hälfte, und dass sie es auch benutzen, um Live-Videos zu analysieren. Das ist nicht reguliert und natürlich in vielen Fällen ist es komplett außer Kontrolle. Und natürlich sind von dieser Technologie disproportional schwarze AmerikanerInnen betroffen, was eben daran liegt, dass diese Daten, die benutzt werden, um die Maschinen zu trainieren, bereits diesen Bias haben. Ich habe auch Kairos eben schon erwähnt. Das sind die, die eine von diesen Maschinen bauen, die Alter und Gender erkennt. Und deren CEO hat sich tatsächlich dagegen ausgesprochen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir wirklich diesen Widerstand von den Firmen selber manchmal brauchen. Und er hat einen Artikel, ich glaube, in Wired geschrieben, wo er gesagt hat, um wirklich effizient zu sein, müssen die Algorithmen hinter der Gesichtserkennung Software unglaubliche Mengen an Daten
je mehr Leute es sieht und je mehr Fotos es sieht, desto besser wird es darin, Leute ernsthaft zu erkennen. Aber das Problem ist, dass die existierende Software nicht wirklich ausreichend Informationen über People of Color hat, um wirklich verlässlich zu sein, um Leute zu identifizieren. Und genau. Und er hat sich quasi gegen diese Algorithmen ausgesprochen und die Nutzung von diesen Algorithmen, unter anderem wird eben Amazons Gesichtserkennung, Technologie auch von der Polizei in Florida in den USA schon benutzt. Microsoft hat auch kürzlich, wurde auch kürzlich kritisiert, weil sie mit dem Staat zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, Google hatte mit Projekt Maven auch Probleme, weil sie mit dem Militär zusammengearbeitet haben. Aber es geht eben nicht nur um unsere Gesichter, es sind auch unsere Körper, es sind unsere Tattoos. Das war ein wirklich interessanter Fall. Netzpolitik hat darüber geschrieben. Und diese Slide sagt uns, dass Tattoos als identifizierende Marker benutzt werden. Also wir wissen, dass zum Beispiel Gangs in den USA oft Tattoos benutzen. Das ist wegen MS-13 in letzter Zeit viel in den Nachrichten in den USA. Und die haben oft Tattoos in ihren Gesichtern. Aber es gibt auch andere Gangs, die Tattoos haben, die das für andere Zwecke benutzen. Und Leute im Gefängnis haben in verschiedenen Ländern bestimmte Tattoos als Marker. Und natürlich können Tattoos auch dabei helfen, Leute in bestimmter Weise zu identifizieren. Und das National Institute for Standards and Technology, da kommt dieses Slide. Meine Organisation hat ihr Programm ethisch fragwürdig genannt, weil es benutzt wird, um quasi Tattoos zu erkennen und zu identifizieren. Und das FBI hat eine Tattoo-Erkennungstechnologie-Challenge finanziert, wo sie 15.000 Bilder, die quasi von den Behörden gesammelt wurden, also indem sie Leute festgenommen haben oder in Gefängnissen fotografiert haben, und sie haben diesen Daten an ForscherInnen gegeben, die benutzt haben, um Algorithmen zu trainieren. Und diese Forschung hat demonstriert, wie Tattoos benutzt werden können, um Assoziationen zwischen Personen herzustellen. Und die permanente Natur von Tattoos, ich denke, ich bin nicht die einzige Person, die welche hat in diesem Raum. Dadurch werden wir auch als schuldig angesehen für Assoziationen und Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das erinnert mich ein bisschen an das Recht, vergessen zu werden, weil Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, denen können wir niemals entgehen, weil wir das natürlich auf unsere Körper geschrieben haben. Und vielleicht haben eure Eltern euch davor gewarnt, also meine haben mich davor gewarnt, aber ich hätte nie gedacht, dass es auf diese Art und Weise passieren würde. Auch die Art und Weise, wie wir laufen, kann der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden etwas darüber sagen, wer wir sind. Das hier sind zusätzliche Informationen, die von Firmen in den USA gesammelt wurden. Und also die Art, wie eine Person läuft, kann auch von wirklich extrem schlechten Qualitätsüberwachungsaufnahmen erkannt werden. Und es gibt manche von diesen Techniken, wo dann quasi eine Silhouette von einer Person erschaffen wird, wo man den Gang einer Person sehen kann. Und basierend darauf kann man dann die Identität dieser Person feststellen, wenn diese Person das nächste Mal in einem Überwachungsvideo auftaucht. Also man kann quasi sagen, um es zusammenzufassen, die Maschinen haben Augen, aber sie haben auch Köpfe und Gehirne. Und je mehr von diesen Systemen automatisiert werden, desto mehr sind Menschen außerhalb dieses Prozesses. Ja? Also ich habe zum Beispiel Stop and Frisk in New York als Beispiel benutzt. Da sind auf jeden Fall Menschen, die Leute aussuchen und testen und kontrollieren und dann diese Daten an die Maschine weitergeben. Aber wenn wir Maschinen dafür benutzen, dann inhärent vertrauen wir diesen Daten. Und es geht nicht nur das Problem, aber wir vertrauen eben nicht unbedingt, oder wir wissen nicht, ob wir den Leuten vertrauen können, die diese Daten reinfüttern. Und natürlich sind diese Sachen verbunden. Aber das ist nicht immer kontrollierbar, gerade für die EndnutzerInnen. Je nachdem, ob das ich bin oder ob das die Polizei ist. Also je mehr Bilder und Videos kreiert wird, basierend darauf können Maschinen auch diese ganzen Sachen in Echtzeit benutzen. Ja, das ist zum Beispiel in Berlin der Fall, im Südkreuz. Das ist ein gutes Beispiel dafür, weil, so wie ich es verstehe, wird es in Echtzeit bearbeitet und verarbeitet. Und wenn das nicht so ist, dann korrigiert mich da. Ich habe mir so ein paar Fragen gestellt. Wir müssen uns fragen, wer diese Systeme trainiert und wer sie baut. Wir müssen die Verbindungen zwischen Regierung und Unternehmen hinterfragen, und wir müssen über diese verschiedenen Systeme reden und die Art und Weise, wie sie miteinander verbunden sind. Und wir müssen darüber reden, wie die Daten verwendet werden. Aber
wie stellen wir sicher und untersuchen wir, sorgen dafür, dass dass das alles verantwortungsvoll abläuft, wenn es in Echtzeit passiert. Ich bin mache mir Sorgen über die Zukunft. Wisst ihr, wovon das ist? Ja. Hat jemand von euch von Sesame Credit gehört? Das kommt auch aus China. Das ist ein Social Credit Scoring System, also soziales Kreditpunktesystem. Und die arbeiten, ich weiß jetzt nicht mehr, mit wem die zusammenarbeiteten, aber Ant Financial ist eine Unterfirma von Alibaba. Davon haben ein paar Leute gehört. Und die arbeiten mit der chinesischen Regierung zusammen und sie arbeiten mit den Diensten von Alibaba zusammen, um diesen Score zu schaffen. Und das ist so ein bisschen so beschrieben worden, wie es kombiniert Dienste, die beschrieben wurden, als ungefähr das Twitter und Facebook von China ist und das ein anderer Service, der eben so das Amazon und eBay von China ist und diesen miteinander kombiniert werden. Also alles, was ihr so wie ihr kommuniziert, wie auch ihr auch einkauft, alle diese Daten, alles Verhalten wird zusammen gemanscht und dann wird dieser Punktesystem, das wird alles in dieses Punktesystem geschrieben, zum Beispiel wie loyal ihr gegenüber Regierung seid oder wie ihr gegenüber Freunden seid oder was ihr, ne, und dann hängt es davon ab, was für Jobs ihr kriegt oder wie lange ihr in Schlange stehen müsst in der Bürokratie oder, ne, das sind auch so die negativen Sachen. Es gibt zum Beispiel, dass man bestimmte Transportmöglichkeiten nicht mehr bekommt oder es gibt auch langsame Internetgeschwindigkeiten oder dass man eben keinen Job bekommt oder keinen Kredit bekommt. Und wenn man sich gut verhält, dann ist man auf der guten Seite. Und wenn man nicht loyal oder gegenüber der Firma oder der Regierung ist, dann tut man die in die andere Kategorie. Und das erinnert mich ein bisschen an die Episode von Black Mirror. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ist so eine Dystopie, in der das existieren könnte in der aktuellen Welt. Und das ist eine Massendisziplinarmaschine genannt worden von Menschenrechtsorganisationen. Und was ist eigentlich mit Anonymität, wenn zum Beispiel das Bargeld nicht mehr Privatsphäre bedeutet, wenn man einen Gesichtserkennungs- Verkaufsstand hat? Wenn ihr euch ein Burner-Phone kaufen wollt, also ein Wegwerftelefon kaufen wollt, dann macht es an Halloween, da könnt ihr nämlich ein Kostüm tragen, wenn ihr am entsprechenden Stand in der entsprechenden Laden steht. Und an jedem anderen Tag des Jahres habt ihr nicht unbedingt diese Privatsphäre, die ihr in der Vergangenheit hattet, indem ihr Bargeld benutzt habt, weil es eben diese Gesichtserkennungskameras gibt. Und ich denke, wo wir hingehen, ist eine Zukunftsdystopie. Es sind nicht nur die Kameras, sondern all diese Daten. Wir haben diese, das habe ich am Anfang gesagt, wir haben diese Daten, die wir freiwillig an diese Unternehmen geben, Facebook und Twitter. Glückwunsch, wenn ihr da nicht drin seid, ich könnte dann mit meinem Job nicht überlegen. Und dann sind die Daten, die zufällig da landen. Und dann gibt es auch noch diese neuen Tools wie Google Home und Amazon Alexa. Und die sind halt irgendwie, die machen das Leben halt einfacher und ich werde euch nicht dafür beschämen, dass ihr das benutzt, aber ich benutze halt nicht. In der Zukunft, Face-Designers denken über eine Welt nach, wo die Leute vorbeilaufen und das war zu schnell, tut mir leid. Diese digitalen Bilder bewegen sich weiter und die verändern sich weiter. Und auch mit jeder neuen Weiterentwicklung werden die neu konfiguriert und neu analysiert. Und es gibt keine universelle Erwartung, keine universellen angemessenen Erwartungen von uns an diese Technologien. Die Konsequenz von der Aggregierung von diesen Informationen ist die zunehmende Sammlung unserer persönlichen Informationen in zunehmend verlässlichen, aber auch verzerrten Bildern davon, wer wir eben sind. Also genau wie in diesem Film. Und letztlich diese zunehmenden sozialen Verträge, die es eben gibt zwischen uns und der Technologie, funktioniert unter asymmetrischen Voraussetzungen. Wir können nicht sehen, wir können nicht hinter den Vorhang schauen. Wir wissen nicht, wie die Sachen gesammelt und benutzt werden. Diese Technologien sind Mechanismen für Kontrolle. Also wir müssen uns fragen, was für eine Welt wollen wir?
Also wir wissen, wie Bias in Algorithmen funktioniert, wir wissen, wie Maschinen trainiert werden und wir wissen auch, dass dieser Bias wirklich inhärent mit diesen Technologien verbunden ist. Und zum Ende, also ich glaube, ich bin schon etwas über meiner Zeit. Also was wollen wir? Ich glaube, wir müssen uns fragen, in welcher Welt wir leben müssen. Ich persönlich möchte in einer Welt leben, in der es nicht diese allgegenwärtige Überwachung gibt, diese Kameras gibt, aber ich muss etwas pragmatischer sein. Zum Ersten würde ich sagen, dass ich gerne ein aktives Leben frei von passiver Überwachung hätte, Kontrolle über die Entscheidungen und über die Bilder, die wir teilen und eine Technologie, die nicht an den höchsten Bieter verkauft wird. Und wie können wir diese Welt regulieren? Also wir müssen, glaube ich, ein globales Set von Best Practices entwickeln. Und das ist schwierig, weil viele Regierungen schon deutlich weiter sind, wenn es darum geht, diese dystopische Welt zu kreieren. Wir müssen auch lokale Regulierungen kreieren, um quasi auf der Stadtebene das zu regulieren. Wir brauchen externe Reviews, um wirklich zu prüfen, wie die Technologien benutzt werden. Wir müssen vorsichtiger sein, wenn es darum geht, wenn diese Firmen einander kaufen. Müssen das hinterfragen. Und letztlich, wir müssen auch bessere Standards für Privatsphäre schaffen. Also bei Privatsphäre hat eben verschiedene Teile, unter anderem eben Location, wie wir aussehen, unser soziales Leben. Es muss userzentrische Privatsphärekontrollen geben und es muss Forward Consent geben. Das heißt, also weil wir eben mitdenken müssen, dass die Technologien sich immer weiterentwickeln und es geht eben weiter über diese kommerziellen Technologien hinaus. Aber genau, ich bin gerne bereit, Fragen zu beantworten. Und um wirklich laut zu leben und zu lieben, gibt es, glaube ich, ein paar Sachen, die wir machen können, außer unseren PolitikerInnen darum zu bitten, diese Sachen zu kreieren. Also die eine Sache ist, wir können Leuten bewusst machen von diesen Fotos. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Kameras um euch herum bemerkt. Also hier gibt es wenig außer denen an Telefonen, aber immer wenn ich in einer Stadt bin, bemerke ich die überall. Also Berlin ist wirklich gut dabei, es sind wirklich nicht so viele, sind nicht überall. Aber lauft man durch London für ein paar Minuten und ihr seht wirklich, wie allgegenwärtig die sind. Und in den USA ist wirklich auch zunehmend so. Wir müssen unsere eigenen Spaces, unsere eigenen Orte regulieren. Ich glaube, das ist eine der schönen Sachen an diesem Ort. Das ist das Schöne an vielen Clubs in Berlin, wo man Sticker über allen Telefonen hat. Und das sorgt wirklich dafür, dass ich mich sicher fühle, wenn dort keine Kameras sind. Das ist genau das Gegenteil davon, was die Regierung immer sagen. Wir müssen Statik ins System bringen. Also Fehler quasi. Also ihr könnt mit dem System spielen, natürlich. Und lebt weiter laut und liebt weiter laut. Lebt nicht in Angst, nur wegen der Art und Weise, in der diese Daten eingefangen werden und gesammelt werden. Und damit, ich glaube, ich bin weit über der Zeit. Das tut mir leid. Ich dachte eigentlich, mein Talk wird zu kurz. Aber genau, das bin ich. Ihr könnt mich auch nach dem Wochenende da finden. Und ich bin auch hier noch, wenn Leute Fragen haben. Genau, danke. Ich werde jetzt jedes Mal an dich denken, wenn ich eine Kamera sehe. Gibt es noch irgendjemanden, der Fragen oder Kommentare hat? Wir haben noch ein paar Minuten, wir können noch ein paar nehmen. Möchtet ihr etwas fragen? Weißt du, ob es in London, wie lange diese Informationen von den Kameras gespeichert werden? Das weiß ich leider nicht, tut mir leid. Aber ich glaube, ich würde mir das gerne mal angucken. Aber ich weiß es nicht, also jetzt so aus dem Kopf heraus. Ich glaube, es sollte ein Menschenrecht geben dazu, auf die Zerstörung von deinen Daten nach 24 Stunden, unabhängig davon, wo man war. Ja, total, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich bin mir nicht sicher, wie es in London ist. Ich glaube, es gibt viele private Firmen, die das machen für einen. Aber ich bin kein wirklicher Experte über Rechte, wenn es um die Privatsphäre geht. Ich gucke mir das natürlich an auf technologischer Ebene und wie sie verwendet werden. Aber ich gucke mir das mehr auf einer sozialen Ebene an als auf einer legalen Ebene. Aber ich stimme dir voll und ganz zu. Also die einzige Chance, die wir haben, ist quasi rechtliche Sachen zu machen, zu tun. Wie zum Beispiel Volleyball draußen zu tun und die Kameras abzulenken und dann andere Sachen zu tun, wenn man nicht gesehen wird? Ja, also ich kann nicht unbedingt empfehlen, illegale Dinge zu machen. Und ich könnte natürlich, es wird hier gefilmt, deswegen mache ich das nicht. Ich kann nicht vorschlagen, dass die Sachen doch hier illegal sind. Aber es gibt Sachen, die man machen kann, die sind nicht illegal. Und eine dieser Sachen ist, es gibt Kleidung und Make-up.
und andere Sachen, die entwickelt werden, die Kameras deflektieren können. Und es gibt so Flash, also so Blitztechnologien. Das heißt, man kann dann nicht wirklich erkennen, wie das Gesicht ist. Das ist also irgendwie sehr funktional, wenn es um CCTV-Kameras geht. Und zur selben Zeit, finde ich, sollten wir auch für die Möglichkeit kämpfen. Und ich kenne die Rechte in der Hinsicht nicht. Aber ich finde, wir sollten, ich bin nicht dafür, wie in Europa, wo manche Länder verboten haben, dass Frauen ihr Gesicht verhüllen dürfen, verschleiern dürfen. Aber ich glaube, es ist unser Recht, wenn wir das wollen, dass wir das tun sollten. Wie gut funktioniert das System? Besonders wenn du zum Beispiel etwas über deinem Gesicht trägst, also irgendwelche Kostüme, Ja, also ich habe jetzt über Augenerkennung nicht so viel gesprochen, weil ich darüber nicht so viel weiß. Ich würde sagen, es ist ziemlich sicher, dass es noch nicht ganz so weit angewendet wird, wie Kameras verwendet werden. Und in einigen Fällen gibt es sicherlich Kameras, die vor allem versuchen, verschiedene Gesichtszüge zu erkennen. Aber Technologie entwickelt sich weiter, sehr schnell. Und es kann sein, dass es sich in Zukunft sehr schnell ändert. Danke. Danke dir. Vielen Dank. Ich glaube, das waren sehr spezifische Fragen. Arbeitest du auch? Und ich kann ungefähr nur 50% beantworten. Es waren sehr gute Fragen. Okay, in dem Fall möchte ich dir noch einmal danken, Jillian, für den tollen Talk. Und dann danke an euch alle, an das Publikum, dafür, dass ihr so toll wart. Und wir sehen uns in ein paar Minuten für Relativitätstheorie für AnfängerInnen. Danke nochmal, Jillian.